Bei der Rheinregulierung 1829 entstand die Insel Kühkopf. Die natürliche Rheinschleife wurde durch einen neuen Hauptstromabschnitt kurzgeschlossen. Umgeben von den Ortschaften Erfelden und Stockstadt hat sich in der Auenlandschaft ein ausgedehntes Sumpfgebiet mit Gras, Schilf und Hartholzgewächsen entwickelt. Dieses über 2000 Hektar große Naturreservat bietet Rast- und Brutplätze für über 250 Vogelarten. Weitere Besonderheiten: Ein Urwald mit Schlingpflanzen und Lianen in der Hartholzaue, Schilfmeere am Altrhein sowie charakteristische Weichholzbäume wie Kopfweiden und Schwarzpappeln. 2009 wurde die früher heimische europäische Sumpfschildkröte am Altrhein wieder angesiedelt. Einige Landschaftsimpressionen von der Insel gegenüber von Stockstadt werden aufgezeigt. Thank you.